Moin zusammen und herzlich willkommen zurück bei Crusader Kings 3 hier in Skandinavien bei unserem Häuptling Orke von Alfheimer. Diese Folge soll so richtig losgehen, die erste richtige Folge. Wenn ihr den Prolog nicht gesehen habt, dann schaut nochmal kurz rein, dass ihr nachvollziehen könnt, wie wir dieses Let's Play aufziehen wollen, so ein bisschen rollenspielerisch. Und deswegen wollte ich ganz gerne am Anfang nochmal ganz kurz auf unseren Häuptling Orke eingehen. Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch im Prolog ein kleines bisschen zu kurz gekommen. Schauen wir uns ihn nochmal an, bevor wir dann ein paar wichtige Entscheidungen treffen, die wir jetzt definitiv treffen müssen, bevor es hier loslaufen kann. Ihr erinnert euch, wir müssen heiraten, wir müssen uns, naja, mal unsere Krieger anschauen, mal in unseren Rat schauen und vielleicht auch mal schauen, was es so für Dinge gibt, die wir als erstes mal tun können. Aber lasst uns zusammen nochmal kurz auf unseren Orke gucken. Ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz gekommen, dass im Grunde so seine Ausbildung, die er genossen hat, diese Ränkespielausbildung, ja im Grunde ja so überhaupt gar nicht zu seinen Eigenschaften passt. Also er ist tapfer, das ist hier so ein bisschen grün umrandet, weil das auch für unseren Glauben, den asutruischen Glauben, so würde ich es jetzt mal nennen, keine Ahnung, ob es richtig ist, eine Tugend ist, aber wir sind gleichzeitig eine ehrliche Haut und vor allem auch schüchtern. Und jemand, der schüchtern und ehrlich ist, wird sich wahrscheinlich kaum auf irgendwie ein Thema Ränke oder mit allem, was damit zusammenhängt, einlassen, Hinterhältigkeit und all diese Sachen. Weshalb wir uns auch in unserem Schwerpunkt anders entschieden haben. Also hier diese ganzen Bäume, auch wenn er hier tatsächlich ein paar Dinge schon entwickelt hat. Wir schauen mal kurz drauf. Finstere Erkenntnis. 50% Wahrscheinlichkeit auf ein Ränkespiel oder ein Kampfgeschick, wenn wir jemanden foltern. Ja, ob das eintreten wird, werden wir mal schauen. Schrecklich. 30% Schreckenszuwachs. Göttliche Vergeltung. Ihr verliert weder Frömmigkeit noch Klerusmeinung, wenn ihr andere foltert oder hinrichtet. Und gedeiht im Chaos. Kriegsführung pro Anspannungsstufe plus 4. Ränkespiel pro Anspannungsstufe plus 4. Kampfgeschick pro Anspannungsstufe plus 6. Ja, das hat der gute Orke vor unserer Zeit sozusagen schon mal begonnen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber ich glaube, das passt nicht wirklich zu ihm. Und deswegen haben wir uns entschieden für den Schwerpunkt Pflicht. Das ist hier der administrative Baum, was mehr in die Richtung geht, dass er seine Herrschaft, ja, im Grunde durch administrative Fähigkeiten ausüben will. Einfach von seinen Höflingen, den Menschen um ihn herum, ja, als Herrscher oder als Häuptling angesehen wird, weil er eben ein guter Verwalter, ein guter Häuptling ist und nicht irgendwie hinterhältig oder Leute auf diese Art und Weise auf seine Seite holt, Dinge erpresst oder dergleichen. Ich denke, das passt deutlich besser zu seiner Ehrlichkeit. Genau, dann eine Sache, die wir auf jeden Fall tun müssen, die extrem wichtig ist, ist das Thema Heirat. Und ich habe da eben schon mal ein bisschen nachgeschaut. Es ist total schwierig. Nicht, weil wir irgendwie einen abstrusen Glauben haben und niemand mit uns verheiraten will. Ich hatte euch ja im Prolog erzählt, ich habe ausgeschaltet, dass, so wie hier bei unserem Orke, automatisch Kinder und Familienmitglieder generiert werden. Das Problem ist, wenn wir uns ein bisschen umschauen, die beiden sind verheiratet, haben aber keine Kinder. Die beiden sind verheiratet, haben keine Kinder. Er ist auch noch komplett alleine. Hier unser Jarl, unser Vorsitzender, hätte ich beinahe gesagt. Unser Lehnsherr. Er hat zwei Töchter, die aber 7 sind. 6 Jahre müssten wir warten, dann wären wir 33, bis wir heiraten könnten. Das ist ganz schön lange hin. Hier der Jarl Dag von Uplönd ist auch alleine, hat hier sogar tatsächlich eine Holmfried, eine Dame in niedriger Geburt als Erbin. Also das schien jetzt nicht nur auf uns dann zugetroffen zu haben, sondern eben auch auf diverse andere, weshalb das hier bei unseren Ehepartnern echt schwierig aussieht. Ich habe da mal reingeschaut. Es wäre am Anfang natürlich hilfreich, auch mal hier Richtung Bündnismacht zu gucken. Die beiden Damen hier sind doch auch schon relativ alt. Also die würde vielleicht ganz gut noch passen. Jorun Kettilsdottir.
von Möhn. Das wäre tatsächlich eine Variante, die vielleicht noch ganz spannend wäre. Oder ich habe auf diese Dame hier geschielt, westbischen Glaubens Ukonuskisch, was jetzt ja nicht weiter wild ist, glaube ich. Wir sind da kein religiöser Eiferer. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo sie sich befindet, das ist hier hinten so am östlichen Rande des Fog of War. Und wenn wir da rollenspielerisch, also rational wäre sie vielleicht eine ganz interessante Wahl. Sie hat einen super Diplomatiewert auch, können uns da extrem gut helfen in dem Bereich. Aber das finde ich für die Zeit doch irgendwie sehr weit weg. Also, dass da eine Verbindung irgendwie diplomatischer Natur besteht, dass wir dann auf diese Dame treffen und da eine Heirat, ja, irgendwie eine Heirat vereinbart wird, kann ich mir nur schwer vorstellen. Deswegen eine Möglichkeit aus meiner Sicht, wenn wir auch ein kleines bisschen auf ein Bündnis schielen, die gute Jorun. Möhn, das ist, glaube ich, eine kleine Grafschaft hier. Wenn wir mal. Ach nee. Das. Ach. Die Isle of Man ist das. Tja. Naja, auch wenn es hier irgendwie nordische Verbindung gibt und wir wissen ja auch, der gute Kleinkönig Elle, wer kennt ihn nicht aus Vikings, ist ja mit einem unserer Nachbarn tatsächlich auch im Krieg. Naja, aber ich muss ehrlich gestehen, auch das finde ich weit weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach mal reingeschaut und naja, Bündnis hin oder her. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und mir dann diese Dame rausgesucht. Die gute Rikissa, 17 Jahre. Da kann ich mir das gut vorstellen. Sie ist auch ehrlich und schüchtern. Sie ist am Hof von Häuptling Swain. Das ist hier unten eine kleine Insel, Öland. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich da mal über den Weg gelaufen ist, dass man da mal auf dem Fest in einer großen Halle war und ja, es irgendwie zu einer Bekanntschaft kam. Und naja, die beiden irgendwie sich da näher gekommen sind. Wie gesagt, das passt. Sie ist auch ehrlich. Sie ist auch schüchtern. Also vielleicht haben die beiden da ganz gut zusammengefunden. Wir machen das einfach mal. Es kostet uns ein bisschen Prestige. Sie kriegt jede Menge. Sie ist von niedriger Geburt. Na, schön wäre es natürlich irgendwo, wenn wir in ein Haus einheiraten könnten, ein Bündnis schmieden könnten. Aber das muss irgendwie anders geschehen. Wir machen das einfach mal auf diese Art und Weise. Macht irgendwie doch am meisten Sinn. Dann schauen wir noch mal kurz drauf. Enzyklopädie. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben keinen Spielererben. Ja, das wissen wir. Daran wird jetzt hoffentlich demnächst gearbeitet. Krieg erklären. Ja, jede Menge können wir da erklären. Sollten wir vielleicht noch lassen. Kriegsvolk und auch das Thema Konkubine. Es ist uns ja erlaubt, vom Glauben her bis zu drei weibliche Konkubinen zu haben. Naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht nicht direkt von Anfang an. Wir sind ja schließlich auch ein kleines bisschen schüchtern. Dann lass uns nochmal reinschauen. Und zwar zuerst auf unseren Rat. Wir haben noch keine Frau, niemand, der uns da an der Stelle helfen kann. Wir haben unsere Godin Irsa mit dem Bildungswerk von 13. Da gucken wir mal, wer da noch unterwegs ist. Unser Ratsspitzel wäre noch ganz gut. Ein Champion, ein Kanzler, ein Höfling von uns. Aber ja, ich denke so ein bisschen auch da die Schüchternheit, dass wir uns nicht hinstellen und sagen, du wirst jetzt ersetzt. Naja, außer vielleicht man hat so einen Wert. Da schauen wir mal rein. Also, unsere Godin lassen wir erstmal bestehen. Schauen wir mal auf unseren Ratskanzler. Hier ist der. Jo, um Gottes Willen. Diplomatiewert entscheidend. Und ja, da ist tatsächlich niemand besser als er. Vier ist tatsächlich ja sehr erbärmlich. Aber tja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Schauen wir auf unseren Ratsverwalter. Auch da, der ist mit einer 10 unterwegs. Auch da haben wir im Moment niemand besseren. Dann für uns als Wikinger vielleicht eine ganz prestigeträchtige Position, ein prestigeträchtiges Amt der Ratsmarschall. Da haben wir jemanden, unseren Kanzler mit 10. Der ist dort deutlich. Nee, das ist der Rat. Ach, unser Vierer. Ja, der ist da deutlich besser. Sonst noch ein Gast. Naja, ob wir als schüchterner Charakter zu viele Gäste einladen, das werden wir auch noch mal sehen. Aber auch da, glaube ich, können wir erstmal unseren Ratsmarschall stehen lassen und unser Spitzel
ist mit 11 auch gar nicht so schlecht dabei. Okay, wir haben ja noch nicht die besten Leute, aber wir sind auch nur kleiner, ja, kleiner Häuptling und haben da einfach noch nicht so die Riesenauswahl. Dann schauen wir nochmal, was die machen. Religiöse Beziehung, ja, Ansprüche fingieren. Ja, auch das ist so eine Sache. Ja, wie gehen wir damit um? Also Crusader Kings 3 ist ja tatsächlich auch von der Spielmechanik sehr noch ausgelegt, so auf Expansion, Krieg, Eroberung. Aber auch das ist so eine Sache, die ich versuchen werde, rollenspielerisch irgendwie mit reinzubringen. Also wir könnten jetzt natürlich hingehen und Ansprüche fingieren irgendwo, könnten schauen, wo wäre es vielleicht auch von Erfolg gekrönt. Hier, der hat schon mehr Männer als wir. Wenn wir da taktisch klug vorgehen, dann schaffen wir das vielleicht. Aber auch das will ich so ein bisschen vom Charakter abhängig machen. Ich werde das ein bisschen so handhaben, wenn jemand Ansprüche hat, und vor allem vielleicht auch durchgesetzte Ansprüche, also deutlich stärkere Ansprüche, dann kann auch ein Charakter, der nicht so von seinen Eigenschaften her expansiv ausgelegt ist, ja, losgehen und sich Mittel und Wege überlegen, wie er damit umgehen will, die vielleicht auch durchzusetzen oder einzufordern. Aber so jemand wie unser Orke, der ehrlich ist und auch Ansprüche zu fingieren, ist ja im Grunde basiert ja auf Unehrlichkeit. Da werden Dokumente gefälscht und Leute bestochen und dergleichen. Ob das so zu ihm passt, werden wir mal sehen. Unser Kanzler, ja, mit deiner 4 solltest du am besten, naja, eher gar nichts machen. Wir lassen das mal auf fremde Angelegenheiten und gucken mal, wobei eigentlich können wir auch ohne Ratskanzler arbeiten. Das hat eigentlich gar keine positiven Effekte. Das kann nur, im Grunde nur schlechte Effekte ausüben. Boah, naja, also hoffentlich finden wir da schnell jemanden, der das Ganze besser kann. Unser Ratsverwalter, ja, kann mal Steuern eintreiben. Unser Ratsmarschall Aufgebote organisieren und unser Spitzel auch erstmal einfach komplette stören. Das sieht ganz gut aus. Gut, dann haben wir soweit uns die Dinge mal angeschaut und ich denke, dann ist es einfach auch soweit, jetzt mal die Zeit ein bisschen laufen zu lassen und einfach mal reinzustarten. Also dann, Leute, los geht's, würde ich sagen. Als erstes müssen wir natürlich mal schauen, dass jetzt unsere Heirat, und da ist es auch schon, an den nachdenklichen Orke. Ja, nachdenklich passt, glaube ich, ganz gut zu uns. Ich nehme die vorgeschlagene Heirat an. Meine Bekanntschaft Rikissa geht den heiligen Bund der Ehe, ja, klingt jetzt sehr katholisch, aber gut, mit euch ein. Möge Odin euch ein langes Leben und viele Kinder schenken, gezeichnet Häuptling Swein von Öland. Ja, viele Kinder wäre gut, denn das ist eine Sache, die doch jetzt sehr wichtig ist. Und da ist sie auch schon. Unsere Kissa, 75 Meinung von uns, das ist gut. Und dann hoffen wir doch mal, dass sie da schnell uns einen Erben gebärt. Jetzt können wir nochmal in den Rat schauen, sie kann uns jetzt helfen. Was kann sie denn besonders gut? Das sehen wir hier auch. Wo können wir denn Hilfe gebrauchen? Als ehrliche Haut. Also ich glaube, höfische Politik, ja, da wissen wir, wir sind nicht der größte Diplomat, das könnte uns helfen. Dann soll sie uns in der höfischen Politik mal unterstützen. Ihr seht, dass dann unser Wert hier etwas ansteigt. Was haben wir hier oben? Hofarzt. Jo, das ist auch interessant, aber auch jetzt nicht sofort von größter Bedeutung. Schauen wir einmal kurz rein bei den Entscheidungen, was man machen kann. Eine Jagd veranstalten, ich glaube, das passt eigentlich auch immer, als tapferer Jäger sich auf den Weg zu machen. Champions einzuladen, ja, grundsätzlich auch immer gut. Als schüchterner Charakter, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Oder eine Pilgerreise, das ist sicherlich auch etwas, was grundsätzlich gut passt, außer man hat da eine zynische Einstellung. Ja. Und jetzt ist es, glaube ich, schon passiert. Die 4 unseres Ratskanzlers hat bereits zugeschlagen. Neue Ansprüche. Von allen Possen, die ich schon erlebt habe, in Klaas geistlosen Bemühen, meine Beziehung zu meinem Nachbarn zu verbessern, hat mein nichtsnutziger Ratskanzler offiziell Häuptling Haralds Anspruch auf das Häuptlingstum von Alfheimer anerkannt. Ja, klasse. Ihr sollt mir Freunde schaffen und keine Feinde. Ja, damit ist es passiert. Er hat jetzt einen Anspruch auf unser Häuptlingstum. Super, sehr gut. Neues Gesetz. Da hat unser Lehnsherr bereits die begrenzte Stammesautorität erlassen. Das heißt, er hat hier Prestige eingesetzt, um
ja, stärker da Einfluss nehmen zu können. Ich glaube, was wir als erstes mal machen können, wenn wir es uns denn leisten können, jo, schon sehr teuer, aber mal auf eine Jagd gehen. Das sollten wir doch einfach mal tun und schauen, was da passiert. Jagd auf Nahrungssuche. Die Wälder sind wahrlich der Mantel der Armen. Aber als das Tier, auf das ich Jagd machte, von Bauern auf Nahrungssuche verschreckt wird und flieht, ist meine Geduld am Ende. Ich muss doch in Konunghalla sicher Besseres zu tun geben, als Wurzeln und Pilze zu sammeln. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wachen jagt den Pöbel aus meinem Jagdrevier. Oder eine großzügige Spende sollte sie uns lange genug vom Hals schaffen. Damit erhalten wir 100 Frömmigkeit, unterstützte Bauern und wir spenden Geld an die Bauern in unserer Umgebung. Ehrlich schüchtern. Naja, schüchtern würde zumindest dafür sprechen, dass wir unsere Wachen befehlen, die Leute zu verjagen, aber ich weiß es nicht genau. Also, das ist eine Sache. Es kann tatsächlich beides dazu treffen und von daher würde ich einfach hier an der Stelle das mal auswürfeln. Wobei eigentlich, wenn ich mir das anschaue, diese 15 haben wir überhaupt nicht. Damit kommt es eigentlich auch nicht in Frage, dieses Geld zu bezahlen. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Bauern hier zu verjagen. Auch wenn das minus 30 Volksmeinung bringt. Also Wachen, jagt den Pöbel aus dem Wald. Die Rückkehr aus der Wildnis. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen die Jagdgebiete hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Es ist für gewöhnlich ein Abenteuer, dem Ruf der Wildnis zu folgen, und dieser Ausflug hat sowohl Gutes als auch Schlechtes im Überfluss geboten. Lassen wir dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns. 150 Prestige und damit endet dann die Jagd. Ja, und ich schaue mich hier so nebenbei auch schon mal ein kleines bisschen um, was natürlich irgendwie nahe liegt, was man machen kann. Mal auf eine Plünderung gehen, aber das ist auch eine Sache. Also plündern, damit würde ich so handhaben eigentlich, dass man sagt, das war im Grunde Kulturgut, wenn man schon so will, der Wikinger. Also vielleicht nicht so sehr vom Charakter abmachen, also außer da ist jetzt vielleicht jemand, dem, wo man sagen könnte, der macht das ganz ja, exzessiv oder dergleichen. Aber ich würde sagen, da so ein bisschen plündern kann jeder Wikinger-Charakter mal machen. Unsere Godin Irsa kommt zu uns mit einem Ratschlag. Ich schlendere durch die Marktstände von Kunungahella und eine schwere Geldbörse zieht mein Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Bildhauers. Religiöse Bildnisse sind eine solide Investition. Als mein Godin Irsa plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Lehnsherr? Ja, Lehnsherr ist gut. Mein Häuptling? Seht euch den Stand des Juweliers dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir hier machen wollen. Investieren wir in die Bildhauerwerkstatt? Ja, 20 Gold, das kommt eigentlich ja investieren. Wie soll man investieren, wenn man nichts hat? Wir investieren in die Juwelierwerkstatt oder wir machen ein paar schnelle Gewinne mit ein paar schlauen Geschäften. Tja, ich glaube, grundsätzlich wären wir interessiert an der Investition. Na, vielleicht auch dem Ratschlag von unser Godin folgend. Aber auch hier würde ich sagen, Fakt ist einfach, dass wir dieses Geld nicht haben und deswegen zunächst einmal auf ein paar schnelle Gewinne aus sind, um unseren Geldbeutel ein wenig aufzubessern. Machen wir das erstmal so. Auch das ist ein Punkt, der natürlich interessant ist, so man schaut, was wir vielleicht ausbauen können. Wenn wir es denn schon können, wir schauen einfach mal rein. Ja, alles Dinge, die tatsächlich auch jede Menge Gold fordern. Also, das wird noch dauern, bis wir da in der Lage sind, etwas zu investieren. Aber wir waren bei dem Thema Plündern und tja,
Das ist irgendwie sehr, sehr schwierig, weil das doch alles auch schon relativ große, ja, 800 Mann, 300 Mann, 300 Mann, alles relativ große Herzogtümer oder desgleichen sind. Das ist für den Anfang doch sehr, sehr schwierig, hier irgendwie aktiv zu werden. 400 Mann, 400 Mann, 300 Mann, wenn wir da hinsegeln. 400 Mann, auch über 400. Wenn wir da hinsegeln und unser Glück versuchen, dann heben die ihre Leute aus und machen uns platt. 200, 76, 400, 380. Alle deutlich, deutlich stärker als wir. 219. Na. Jetzt werden wir überfallen. Mit 700 Mann. Ja, prima. Der Jarl von Jylland. Tja, Kollege, was soll man machen? Ich meine, es ist eine reine Frechheit. Ja, auch ein ehrlicher Charakter. Aber da brauchen wir unsere Leute auch nicht ausheben. Och, aber er kümmert sich darum. Sehr schön. Unser Lehnsherr. Das finde ich doch sehr nett. Ja, er wird auch diese Schlacht deutlich, deutlich gewinnen. Naja, seht mal, da hat es doch schon einen Vorteil gehabt, dass wir nicht ganz allein unterwegs sind. Aber ich hatte hier doch eben etwas gefunden. 219 Leute. Graf Olaf von Leon. 219 Leute, ja, das ist auch irgendwie, tja. Wir schauen uns das einfach mal an. Wir werden mal eine unserer Armee als Räuber ausheben. Ach ja, da, wir haben noch gar nicht auf unser Militär geschaut. Das können wir eigentlich direkt dann einmal machen. Fünf Champions. Sturla, ein Gast bei uns am Hof. Aber hier, glaube ich, sieht man, ja, 10 Anspannung, weil wir schüchtern sind. Also 10 Anspannung ist zu verkraften. Mit 7 wäre definitiv auch ein deutlich besserer ja, Kanzler, nein, Verwalter, als wir im Moment hätten. Also immer noch nicht gut, aber besser. Er ist ein guter Kämpfer. Und ja, ich bin hier tatsächlich ein kleines bisschen hin und her gerissen gerade. Die Schüchternheit spricht zwar so ein kleines bisschen dagegen, aber ja, wir sind auch nicht unbedingt doof und wissen, dass wir gute Leute brauchen. Und da wir im Moment nicht angespannt sind, würde ich sagen, können wir hier vielleicht nochmal auch über unseren Schatten springen und den guten Sturla da nochmal rekrutieren. Ja, ansonsten sind natürlich viele unserer Champions auch bei uns im Rat, das ist klar. So groß ist unser Hof dann doch auch noch nicht. Ja, mein guter Klaas, du hast auch schon ein kleines bisschen Mist gebaut. Was habe ich denn erzählt die ganze Zeit? Der ist mit seiner 4 ja auch nicht besser. Hier hat er eine 7. Er wäre ein besserer Ratsmarschall. Aber das wäre der Klaas auch. Von daher, nein, dann haben wir jetzt vielleicht einen Champion dazu gewonnen, aber mehr auch nicht. Gut. Ja, dann haben wir soweit unsere Männer zusammen und würde sagen, wir geben uns doch dann einfach mal hier schon auf den Weg, in der Hoffnung, dass dann auch niemand irgendwie vor uns da war. Denn man sieht auch, das geht relativ schnell los. Na, jetzt habe ich meine Leute nicht mehr ausgewählt, sonst sieht man das hier. Da wird schon ordentlich geplündert. Ja, nutzlose Volkszählung. Schlechter Verwaltungswert unseres Ratsmarschalls. Tja, wir haben da einfach noch nicht so gute Leute, damit müssen wir leben. Kriege erklären. Tja, wir können Kriege erklären und uns dann Backenfutter einsammeln, aber ich glaube, das macht auch keinen Sinn. So, dann gehen wir mal hier an Land. Schauen uns diesen Gast vielleicht später nochmal an. Haben wir jetzt schon angefangen zu plündern? Ah, oh, ich habe eine Befürchtung. Ich glaube, wir können gar nicht. Wir können nicht plündern, weil. Oh Mann. Wir können hier zumindest die Stadt nicht plündern, weil unsere Armee kleiner ist als die Garnison. Jetzt bin ich hier noch auf dem.
Heiligtum, hätte ich beinahe gesagt, auf dem Tempel. Naja, dann machen wir Folgendes. Dann warten wir nochmal einen Moment, bis wir unseren Verschiffungsmalus los sind. Sonst gibt es hier auch tatsächlich, glaube ich, ziemlich was auf die Backen. Denn wir müssen uns darauf einstellen, dass der seine Armee aushebt. Also, dann geht es noch 2 Tage. So, dann marschieren wir mal hier rüber und holen uns hier ganze 6 Beute. Also, in der Hoffnung. Da kommt er nämlich schon. Haben wir denn noch unseren besten Mann hier? Oystein, ja, der gute Oystein. Na, nur haben wir gerade einen. Also wir werden diese Schlacht wahrscheinlich gewinnen. Haben hier sogar einen kleinen Vorteil. Aber hoffentlich dezimiert er uns nicht zu sehr. Ja, so ist schon der erste Schelmchen von uns verwundet. So, komm. 30 Mann haben wir immerhin verloren. Und da kommt er auch schon wieder. Hoffentlich tut er das nicht so lange, bis wir nicht mehr plündern können. Oder hoffentlich sind wir vorher mit unseren Plünderungen soweit fertig. So, jetzt haben wir seine Armee doch tatsächlich komplett vernichtet. Jo, und 6 Gold haben wir damit eingesackt. Nicht schlecht. Aber hier, Bretagne. Auch ich, ja genau, 3000 Mann. Da brauchen wir uns gar nicht hinwagen. Diffit. Vor allem auch jetzt mit unseren dezimierten Leuten. Das sieht schlecht aus. Tja, Leute, ich glaube, wir müssen uns mit unseren sechs ganzen Goldstücken erst einmal wieder zufrieden geben und uns einfach mal auf den Heimweg machen. Da wird noch nicht mehr zu holen sein. Genau, ja, Kriegsbenachrichtigung, das ist ein Mod, die ich mit drauf habe. Die zeige ich euch bei Gelegenheit nochmal. Genau, die beiden Schlachten haben wir gewonnen. Und wir können Krieg erklären, ja. Aber ihr seht daran, dass das alles auch grau oder braun hinterlegt ist. Die würden wir alle verlieren. Was natürlich, wir schauen mal in der nächsten Folge vielleicht, jetzt greife ich schon ein kleines bisschen vor, nochmal eine Idee ist, wie wir stärker werden können, ist, dass wir uns mal im Kriegsvolk ein kleines bisschen bemühen, damit wir zumindest Möglichkeiten haben, bei den Plünderungen etwas erfolgreicher zu sein. Jo, da sind sie wieder zurück. 6 Gold, ganze 6 Prestige auch noch. Und dann können wir erst einmal wieder unsere Armee auflösen. Ja, liebe Leute, das soll es für die erste echte Folge einmal gewesen sein. Wir haben unseren Orkel nochmal etwas genauer kennengelernt. Wir haben Rikissa geheiratet, die jetzt noch nicht schwanger ist. Also das geht mitunter auch mal schneller. Ich bin mal gespannt. Also vielleicht müssen wir irgendwann doch nochmal über unseren Schatten springen und über Konkubinen nachdenken, wenn das Ganze zu lange dauert. Ja, und wir haben unsere erste erfolgreiche Plünderfahrt hinter uns gebracht und haben in dem Rahmen sogar 2 Schlachten schlagen können. Hier sehe ich gerade, ach ja, die Söhne Lodbrogs erobern Ostanglien. Das sieht aber sehr schlecht aus. Da sind sie schon. Ja, haben das eigentlich schon so gut wie verloren, obwohl sie von den Truppen her deutlich, deutlich besser sind. Naja, gut. So viel bis dahin. Wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.